Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich von einer Box, die es leider nicht mehr gibt. Ja, es fängt schon mal gut an, ne? Tut mir leid. Es gab bei Birchbox einen Sale und in diesem Sale waren auch die limitierten Edition-Boxen reduziert. Und da habe ich eine geholt. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen die Birchbox X Mom Edition mal anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also ich habe gerade nochmal geschaut, weil ich wollte eigentlich gucken, was der versprochene Warenwert in dieser Box sein soll und musste mit Erschrecken feststellen, dass es diese Box leider gar nicht mehr zu kaufen gibt. Das ist super traurig, tut mir leid, aber ich wollte sie euch trotzdem einmal vorstellen, vielleicht so als kleine Inspiration zum einen, dass es überhaupt auch limitierte Boxen bei Birchbox gibt. Denn die Birchbox habe ich ja im Abo und die stelle ich euch auch monatlich gerne vor. Ja, das ist ein kleiner Fail, aber ich hoffe, wir schaffen das jetzt trotzdem. Es ist so, dass die halt limitierte Edition rausbringen. Das ist diese Mom-Box, also diese Mama- und Baby-Box, wie auch immer. Und die ist jetzt in Kooperation mit der Firma MAM, Mom, entstanden. Ich selber habe kein Baby. Ich habe die einfach gekauft, weil ich hier generell ein Portfolio in meinem Kleiderschrank habe, wo ich Babyartikel drin habe, die ich dann zur Geburt von Freundeskindern und so weiter verschenke. Und weil sie mir einfach ins Auge gestochen ist und weil ich sie süß fand. Und da habe ich mir gedacht, komm Claudi, die hat jetzt 32 Euro gekostet und dann habe ich die einfach in den Warenkorb gelegt und bestellt. Ich glaube, dass die einen Wert von 100 oder so haben soll, 100 Euro, bin ich mir nicht ganz so sicher. Die ist auf jeden Fall richtig, richtig groß, weil hier sind halt nicht nur Beauty-Produkte drin, sondern hier sind auch so Babyartikel halt richtig drin. Ich finde den Deckel ja einfach ultra niedlich mit diesen Vögelchen und Wölkchen und ne? Ach, wunderschönes Design, gefällt mir richtig gut. Ich war auch einfach sehr gespannt, wenn die limitierte Edition haben, in welcher Sprache das Ganze rausgebracht wird. Das kam hier auf jeden Fall mit so einer Karte an, mit einem 5-Euro-Gutschein. Beauty is good for the soul, also das fand ich ganz schön. Ne? So was bewahre ich mir auf und werde das irgendwann auch so hintergrundtechnisch oder wandtechnisch verarbeiten. Und Sticker waren auch noch mit dabei, was ich auch ganz süß fand. Ne? Ja. So. Hier haben wir jetzt den ersten Blick in die Box, wenn wir halt den Deckel entfernt haben. Und ich sehe direkt, dass dieses Heftchen auch tatsächlich auf Französisch ist. Finde ich ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Also ich persönlich kann Französisch, also ich verstehe es, ich kann es auch sprechen. Und ja, ne, aber es ist bei weitem halt nicht so cool, weil das ist ja eine Box, die auch international verschickt wird. Vielleicht hätten die sowas dann auf Französisch, auf Deutsch rausbringen sollen, ich weiß es nicht. Vor allem, weil hier auch die Produktbeschreibungen und so alle auf Französisch sind. Das ist dann halt auch echt so eine Sache für sich, ne? Ja, aber ansonsten wäre es wahrscheinlich total super. Wir haben hier leider keine Preise mit drin. Ich versuche das halt rauszufinden. Aber es ist gar nicht so leicht, denke ich mal. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein. So, dann haben wir hier auch noch ein Lala Lab Gutschein, den haben wir jetzt des Öfteren mal drin gehabt für 25 Bilder. Dann haben wir als erstes Mon Carnet des Premiers Jours. Das ist ein kleines Tagebuch für die ersten Tage, wenn man halt quasi ein Baby geboren hat, was ich schön finde. Aber auch das wieder auf leider Französisch, ne? Das ist echt schade. Ich würde das so, so gern weiter verschenken, aber. Ja, also weiß ich nicht, weil hier auch immer wieder, also im Prinzip ist es halt liniert, was ich schön finde. Und dann hast du immer so kleine süße Vögelchen da unten drin. Ne? Ich denke, vielleicht, wenn ich mal Mama bin, werde ich das dann für mich benutzen, weil das ist schade. Und dann hast du halt hier so kleine Anekdoten mit dabei, was ich dann halt süß finde. Aber ne, wenn man halt kein Französisch spricht, dann, das ist schade. Ach Mensch, ja. Weil sowas würde man eigentlich ganz gerne verwenden, ne? Gut, dann habe ich hier etwas drin von Aderma. Eine Repairing Creme. Okay, das ist einfach eine reparierende Creme. Hier kann man drauf hoffen, dass hier hinten vielleicht was auf Englisch drauf steht. Steht sogar auf Holländisch drauf, glaube ich, oder? Und auf Schwedisch, Russisch, Türkisch. Leider nicht auf Deutsch. Also das ist gegen Irritationen und Realba Oat Plant Lead Extract and Copper. Also mit Kupfer. Dieses Realba Oat Plant Lead Extract kenne ich nicht. Oat müsste Mehl sein, also Mehl von irgendwas, von irgendeiner Pflanze. Keine Ahnung. Zink.
Zink ist ja auch immer so reparierend, ne? Deswegen ist es ganz gut. Geruchslos, wasserresistent und nicht komedogen. Ich denke, sowas ist halt nicht nur fürs Baby, aber halt auch für die Mama. Gerade wenn man halt so, ne, gerade ein Baby zur Welt gebracht hat, hat man vielleicht die ein oder andere Irritation. Deswegen ist es eigentlich wohl ganz nett. Das hier dürften Waschlappen sein, oder? Lingret Eponge Biologique, also biologische Waschlappen müssten das dann sein. Das sind zwei Stück. Die fühlen sich so, das ist wie so ein Mulltuch quasi, dieses weiße. Und auf dieser Seite ist es dann auch mal so ein bisschen gerade. So mikrofasermäßig, aber die sagen ja biologisch, ne? Und von zertifizierter Baumwolle. Ja, schön. Super, super schön. Sowas finde ich immer niedlich, wenn man so kleine, ne? Die noch Söckchen drin wären. Okay, dann ist hier auf jeden Fall noch ein Lätzchen mit drin. Dandelion Natural. Jersey Teething Bib. Okay, made in India. Das ist einfach ein total niedliches Lätzchen mit so Spitze und Druckknöpfen hier oben. Das finde ich niedlich. Für ganz kleine Babys ist das. Ja, das ist cool. Dann haben wir hier etwas drin von Laboratoire de Biarritz. Eau nettoyant alganais. Es ist fürs Baby, fürs Gesicht und den Körper. Und das ist hypoallergen, ohne Parfüme. Und da sind 200 Milliliter enthalten. Da ist eine Robbe drauf und ich mag Robben. Ist das nicht ultra niedlich? Ich feiere diese Robbe in der Badewanne einfach gerade so hart. Die ist so niedlich, oder? Und die hat sogar so ein Hütchen auf. Okay, ich rieche dran. Ja, ist ja ohne Parfüme, ne? Riecht nach nicht wirklich irgendwas, Claudi. 100% natürlichen Ursprungs, ist doch auch nett. Und 21,9% sind der Inhaltsstoffe kommen aus der biologischen Landwirtschaft. Na guck. Dann haben wir als nächstes hier mit drin Segrae Hyper. Achso, nee, was ist die Firma? Made in France? Nein. Cricri. Cricri Gel Nettoyant du Bébé, Corps et Cheveux. Also für den Körper und für die Haare ein Duschgel. Baby Shower Gel and Body and Hair. Da steht's auf Englisch. Yay! Das ist mit Calendula. Vom Design her gefällt mir das auch einfach irgendwie, ne? Das finde ich total knuffig. Süß. Oh. Okay, jetzt haben wir hier was ganz Niedliches drin. Und zwar ist es von Mam Biberon Vert. Das ist so ein Nuckelding. Ein Fläschchen, genau. Das ist auch schön. Premiumglas. Ab 1 ist das dann wohl, ne? Ja, Debian. Debian, genau. Akzeptiert par 94% DBB. 94% der Babys akzeptieren dieses Vieh. Okay, cool. Wie hat man sowas getestet? Ich habe keine Ahnung. Aber süß, ich mag das auch. Dass du so, das ist halt so Unisex, ne? Das ist jetzt egal, ob man Jung oder Mädchen hat. Es ist halt ein Baumhaus und dann hast du da einen Vogel drin und die Natur und so. Und das finde ich echt schön. Das mag ich gerne. Das sieht schön aus, das ist süß. Schön. Nein, das ist Debian. Weiß ich gar nicht, was Debian heißt, aber ab 0 ist das. Okay, 0 plus moi. Ab 0 Monat. Dann haben wir hier, oh, nochmal von Mom. Oh, das ist ja süß. Parfait Naissance vom 0. bis 2. Monat kann man das verwenden. Und das ist mit, ja, süßen kleinen Elefanten. Elefanten sind toll. Ja, und auch das wieder Unisex, weil grün, und ich finde, grün ist so, kannst du sowohl für Jungs als auch für Mädchen nehmen. Dann hat man hier von Urage Eau Thermale Bébé Premier Boom Oleo Apaisant. Erster Juckreiz lindender Ölbalsam. Dieser Balsam aus zart machenden Ölen lindert den durch trockene Haut verursachten Juckreiz 48 Stunden lang. Oh, er ist mit Elipeöl angereichert, wirkt intensiv pflegend und bildet einen Schutzfilm auf der Haut. Die enthaltene Karité-Butter sorgt dafür, dass die Babyhaut nicht so häufig austrocknet und unangenehm spannt. Yay! Eine neuartige, zartschmelzende Textur, die sich wunderbar leicht auftragen und verteilen lässt. Dieser Balsam zieht schnell ein, sodass das Baby gleich angezogen werden kann, morgens und abends. Morgens und oder abends auf die gereinigte Haut auftragen. Babys Gesicht, Körper. Sehr gut. Cool, ja, 200 Milliliter. Und ich finde ja auch wieder dieses Bärchen so niedlich. Das gefällt mir, das ist echt süß, ne?
Ja, diese kleinen Details, das mag ich einfach gerne. So, ein paar Sachen haben wir hier noch drin. Und zwar haben wir hier von Giffré Liniment Oléo Calcaire Soin pour le Change très riche. Ach Gottchen, was bist du denn? Ohne PEG-Parfüme und Mineralöle. Also das ist für die sensible Babyhaut. Das ist auch interessant. Dann wird auch nochmal ganz genau hier aufgeschlüsselt, was die Inhaltsstoffe entsprechend machen sollen. Dass man das nicht über 30 Grad lagern soll und so weiter. Aber ja. Dann haben wir hier mit drin Windeln. Finde ich super praktisch. Finde ich echt cool. Little Big Change. Und das ist für Taille 3. Und du kannst 15 Euro sparen auf Birchbox, mit Birchbox 15, glaube ich. Das kannst du mal gucken. Oder auf die wie heißt das denn hier? Pampers von denen. Das heißt ja nicht Pampers, aber auf die, ne? Baby-Unterblenden. Okay, ja, cool. Kann ich nicht zu sagen, kenne ich mich nicht mit aus. Und das Niedlichste am Ganzen ist tatsächlich diese hier. A Little Lovely Duck Light, und das ist einfach ein Entenlicht. Und das hat einfach mich gecatcht, muss ich sagen. Nicht nur die ganzen anderen süßen Babysachen, sondern halt auch einfach, dass hier so ein Entenlicht mit drin ist. Und da machst du eine Batterie rein und dann hast du ein Entenlicht. Ist das nicht unglaublich süß? Oh. Ja, es tut mir leid, aber ich stehe auf sowas. Ich finde das total niedlich. Wenn ich den Mut hätte, würde ich mir sowas auch sogar an mein eigenes Nachttischchen stellen. Aber nein, nein, nein. Ich bin 31 Jahre alt. Nein, 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 nein. Nein, aber das war schon eine interessante Box. Einfach so, um mal zu schauen, was in diesen limitierten Editionen drin ist. Ich persönlich finde es schade, dass dieses Heftchen auf Französisch ist. Dass die meisten Produktbeschreibungen auf Französisch sind. Und man sich so ein bisschen durchwursteln muss. Aber ich finde den Inhalt der Box ziemlich cool. Und ich finde 32 Euro für die Produkte. Ich weiß, dass Babyprodukte recht teuer sind, weil ich habe schon sehr viele Babyprodukte, Babypakete gepackt. Finde ich cool. Also, und so als Starterpaket, als Hello, Welcome Baby-Paket finde ich das 1A. Das kann man 1A so zum Kindpinkeln oder so mitbringen. Richtig, richtig cool. Und deswegen hat mir die Box richtig gut gefallen. Und ja, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.